Yeah, you wanna put that dish in your mouth. Wir sind bei BK Performance, weil der Golf hatte ja ganz komische Geräusche gemacht. Dann habe ich den hier abgestellt und wusste jetzt nicht, was damit wirklich ist, weil ich ja selber halt nicht so der Schrauber bin. Die haben das Ganze hier auch schon komplett zerlegt. Hier liegen auch schon die ganzen Teile. Alles ausgebaut. Guten Tag. Hi. Ich weiß bis jetzt noch gar nicht, was Sache ist. Im Prinzip haben wir das Geräusch ja gehört, wie ja. Du ja auch angekommen bist damit. Und ich hatte gleich so ein bisschen die Vermutung, wie allgemein, dass es aus dem Zylinderkopf kommt. Und auf dem Grund haben wir eigentlich direkt gesagt, komm, wir zerlegen oben einmal den Nockenwellendeckel, nehmen die Nockenwellen raus, dafür muss die Kette einmal vorne runter, um einfach mal alles zu prüfen. Weil wir halt so ein bisschen die Vermutung hatten, dass so ein Rollenschlepphebel eventuell gebrochen ist oder Ventilfeder, irgendwie sowas, weil es halt so ein typisches Klackergeräusch war aus dem Zylinderkopf. Und wie du jetzt siehst, hatten wir es ja einmal komplett zerlegt. Und so auf den ersten Blick war gar kein Schaden zu sehen. Jedoch konnten wir dann feststellen, dass die Nockenwelle, ne, das ist deine Auslassnockenwelle, die ist verstellbar. Die Versteller sind hier oben drin, in dem Deckel integriert. Die kann man natürlich alle einzeln ausschrauben. Und diese Versteller fahren letztendlich hier raus mit diesem Stiften. Und wenn du jetzt hier guckst, in der Welle selbst sind überall so Walzen integriert, wo die Versteller reingreifen und dementsprechend halt die Nockenwelle verschoben wird. Ne? Und das Ganze sah genau so aus, wie es jetzt hier ist, mit diesem Abstand. Und dieser Abstand ist viel zu groß. Ich sage mal, wenn das Auto aus ist, wenn der Motor aus ist, dann hast du die Nockenwelle nicht in dieser Position, wie sie jetzt bei dir war. Sprich, eigentlich war die viel weiter zusammen. Eigentlich gehört das so, beziehungsweise in kleinen Stücken ist Luft, aber nicht so viel. Und der ganze Grund, weshalb das jetzt so ist, warum diese Nockenwelle mit so einem großen Abstand quasi oben in deinem Zylinderkopf lag, das wird meines Erachtens eigentlich an den Verstellern liegen, dass die vielleicht gegeneinander quasi gearbeitet haben, sprich nicht vernünftig zurückgegangen ist wahrscheinlich ein Versteller und deshalb deine Nockenwelle nie wieder in die eigentliche Ist-Position, wie sie kommen soll, lag. Und das sieht man hier ganz schön an der einen Stelle, wenn du hier mal ganz genau hinfilmst, weiß nicht, ob du das siehst, da ist so ein bisschen eine Kerbe. Sieht man das? Musst du mal schauen. Na, kann das, ich jetzt auf dem kleinen Monitor sehe ich es nicht, aber vielleicht da ist so eine Kerbe in der Nocke. Und diese Kerbe war letztendlich der Grund, weshalb dein Geräusch kam, weil die lief halt, der Nocken lief halt nicht vernünftig auf dem Schlepphebel und deswegen kam dieses Geräusch zustande. Ich sage, also so laufen die ja eigentlich da drüber, denn wenn die Nockenwelle runter ist und wenn die natürlich nicht hundertprozentig gerade drauf liegt, sondern nur so ein bisschen schräg, dann hast du direkt ein mechanisches Geräusch und da wird dein Geräusch hergekommen sein. Also der eigentliche Fehler wird nur sein, dass die Nockenwelle nicht in der richtigen Position lag. Okay, ja. Jetzt wird es kurz ein bisschen lauter, weil da Benni auf dem Prüfstand ist gerade. Okay, das heißt Glück im Unglück? Genau, Glück im Unglück. Hier ist jetzt nichts zerstört. Also alles in deinem Ventiltrieb selbst ist komplett okay, alles in Ordnung. Ich habe die Federn, ich habe das alles geprüft. Letztendlich kann man jetzt eigentlich nur eine andere Nockenwelle verbauen, weil die hat ja eh den Schaden da an der Stelle und das Risiko ist einfach zu groß. Man baut jetzt alles zusammen, macht nur diese Versteller neu und vielleicht hat die Nockenwelle trotzdem ein bisschen einen weg, dass die halt nicht mehr so zurückfährt, wie sie soll. Deswegen werden in dem Step eigentlich, müsste man jetzt sagen, einmal Nockenwelle erneuern und dementsprechend um die Versteller sicherheitshalber auch alle neu. Und dann sollte das Geräusch eigentlich direkt weg sein und du solltest keine Probleme mehr haben. Das genau. Hört sich auf jeden Fall gut an. So. Genau. Dann, wenn ihr das so sagt, dann machen wir das so. Sind die Teile gut zu organisieren aktuell? Ja, das sollte alles kein Problem sein eigentlich. Das werden wir raussuchen und ich denke mal, ja, typischen Lieferzeiten von VW, so 2-3 Tage, dann haben wir das da. Ne? Geht. Gibt es da irgendwelche Upgrade-Möglichkeiten oder gehen wir wieder auf die Standardsachen? Das werden ganz normal wieder die Standardsachen werden, weil, sag mal so, im Zylinderkopf, du hast ja schon andere Ventilfedern noch drin. Du hast ja schon alles geupgradet, was man eigentlich so machen kann, jetzt oben am Kopf. Und von der Nockenwelle selbst, ne, das bleibt alles so Serie, wie es jetzt ist.
ein paar Tage später. Wir haben alles wieder zusammengebaut, beziehungsweise wir ja nicht, sondern die Jungs, genau, oder du. Hat alles soweit funktioniert? Ja, genauso wie geplant eigentlich. Also ohne irgendwelche Probleme oder schlimmen Erwartungen oder ist alles super. Hat alles wunderbar geklappt. Wenn er jetzt noch schön läuft, dann hat alles super funktioniert. Genau, ihr habt ja gerade schon im Zeitreffer gesehen, also ist alles halt wieder zusammengebaut und jetzt machen wir tatsächlich einmal den ersten Start. So, jetzt war ganz kurz die Batterie platt, weil wenn du zum Beispiel den Kofferraum aufmachst, dann fahren die Steuergeräte immer hoch. Das ist halt eine Motorsportbatterie, die ist dafür nicht ausgelegt an sich. Ne? So. Der Motor läuft ziemlich unrund, ne? Mhm. Wir haben jetzt ja einmal noch einen Ölwechsel gemacht. Tja, Baustelle. Was ist deine erneute Einschätzung? Tja, gute Frage. Ich meine, jetzt sind da ja schon richtig Kohle reingeflossen. Das Ding ist, man sieht halt oben aus dem Zylinderkopf weiter nichts, ne? Also weder Ventilfedern noch Hydros oder Rollenschlepphebel, die sehen halt alle top aus. Ja, ist ein bisschen schwierig gerade zu beurteilen, das Ganze, ne? Mhm. Ja, das ist natürlich richtig Müll. Und kann es sein, dass, weil wir das Einmassenschwungrad da eingebaut haben, dass es vielleicht irgendwie getriebeseitig oder irgendwie sowas ist? Oder muss das halt mit dem Motor zusammenhängen? Ja, also vom Geräusch her würde ich sagen, ja. Weil ich habe diese Probleme sind erst aufgetreten mit der Kupplung. Mit dem Kupplungstausch. Mhm. Wie lange ist das jetzt her? Wann war das? Oh, das ist schon ein bisschen her, da war noch T-Shirt-Wetter auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das Problem ist, dass ich bin ja heute auch kein Fachmann. Ja. Das ist das gleiche Geräusch wie vorher auch, ne? Ja. Wie gesagt, wir haben jetzt Öl. Öl ist frisches drin. Also einmal Ölwechsel gemacht, dann ist neue Nockenwelle drin. Da sind alle Versteller neu. Ein Versteller kostet 45 Euro netto, da haben wir dann 8 von. Ja, ich weiß gerade nicht, ob ich weinen oder lachen soll, weil das hier hat jetzt gerade schon 2000 Euro gekostet und plackert immer noch. Einfach so verbrannt. So, neue Vermutung, getriebeseitig. Habe ich ja immer schon die ganze Zeit gesagt, dass ich glaube, dass da was am Getriebe nicht ganz richtig ist. Ja. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, wir beenden das Video jetzt hier für heute. Und dann können wir mal ganz in Ruhe gucken. Und ich halte euch in dem nächsten Video dann auf jeden Fall auf dem Laufenden. Da werden wir dann auch, also nicht in dem nächsten Video, sondern in einem darauffolgenden Video, werden wir dann zum Beispiel auch hier den Lack mal abreißen. Ja, alles ein bisschen scheiße. Danke fürs Zugucken. Wenn euch der weitere Verlauf interessiert, abonnieren nicht vergessen. Schöne Weihnachtszeit. Bis dahin. Ciao.